Seit Jahrzehnten zerbricht ein unerklärliches Phänomen der Wissenschaft den Kopf. Unser Gravitationsgesetz kann die Bewegungen am Himmel nicht erklären. Aus irgendeinem Grund bewegen sich die Sterne zu schnell. Wie kann das sein? Woher kommt diese unsichtbare Kraft? Gibt es vielleicht eine noch unbekannte Physik? Genau das wollen die Forscherinnen und Forscher am CERN herausfinden, und zwar mit dem weltgrößten Teilchenbeschleuniger, dem Large Hadron Collider. 27 Kilometer lang, 13 Tera-Elektronenvolt, 3 Milliarden Euro teuer. Und ich stand mittendrin. Wir durften vor Ort überall hin, haben jede Menge Fragen gestellt und dabei Erstaunliches herausgefunden. Psst, psst, hey du, hey, hey du da, hallo, hey, komm mal ein bisschen näher. Nein, nein, hier, hier, ich bin hier. Ja, genau, komm mal noch ein bisschen näher. Noch näher. Okay, so ist gut. Also, wusstest du, dass es jetzt einen offiziellen Dr. Watson Merch Store gibt? Mit mir, dem Pub-Quiz. Damit kannst du dir die volle Dröhnung Wissenschaft geben. Mehr Dr. Watson geht gar nicht. Deshalb bin ich auch der coolste Artikel hier im Store. So ein Quatsch mal wieder. Hör da bloß nicht hin. Das Pub-Quiz hat keine Ahnung. Viel besser als das Quiz sind natürlich die Shirts und Hoodies. Es gibt neue Motive und endlich wieder auch mich, das allseits beliebte James-Webb-Teleskop-Motiv. Ich bin so gut, dass Cedric mich sogar für dieses Video trägt. Ich bin deshalb natürlich das beste Merch im Store. Also das ist ja die Höhe. Ekelhafter Angeber. Hey, wartet mal. Was ist denn das? Ooh la la, wie das funkelt. Das ist ja ein Holzkern. Wow, sowas Schniekes habe ich ja noch nie gesehen. Ey, du kannst doch nicht einfach die Holzkernuhr nehmen und uns hier lassen. Seht mich an, ich bin eine Holzkern. Ich bin so schick. Oha, die haben jetzt auch noch 10% Rabatt in ihrem Store. Sowas haben wir nicht, oder? So ein Mist aber auch, diese Holzkernsachen. Kein Stress, Leute. Dafür haben wir einen genialen Summer Sale am Start. Einfach über den Link in der Videobeschreibung gehen. Oh nein! Meint ihr, kommt nochmal zurück? Hallo? Hallo? Pubquiz, es ist so dunkel, ich kann dich nicht hören. Okay, welchem Mysterium sind wir hier auf der Spur? 1967 arbeitet Vera Rubin am Lowell Observatorium mit ihrem Kollegen Kent Ford an einem neuen Projekt. Sie wollen die Masse der Andromeda-Galaxie bestimmen. Und zwar mithilfe der Umlaufgeschwindigkeiten ihrer Sterne. Die hängt nämlich direkt von der Masse zwischen dem jeweiligen Stern und dem Zentrum ab. Wenn man die Rotationsgeschwindigkeit der Galaxie in verschiedenen Abständen vom Zentrum misst, dann kann man also berechnen, wie viel Masse die Galaxie hat und auch, wie sie verteilt ist. Die Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien lässt sich mithilfe des Doppler-Effekts bestimmen. Sterne, die sich auf uns zubewegen, erscheinen etwas blauer, weil die Lichtwellen gestaucht werden. Sterne, die sich von uns wegbewegen, erscheinen etwas röter, weil die Lichtwellen gestreckt werden. Aus der farblichen Zusammensetzung des Lichts, das von einer Galaxie kommt, lässt sich also ablesen, wie schnell sie sich dreht. In einer Nacht im Dezember 1967 probieren Rubin und Ford das erste Mal aus, ob sie das Farbspektrum des Lichts messen können, das aus einer relativ kleinen Region innerhalb der Galaxie stammt. Das Problem, an dem alle Forscher bisher gescheitert waren: der Bereich leuchtet so schwach, dass man ihn gar nicht sehen kann. Das erschwert natürlich das Ausrichten des Teleskops. Vor allem bedeutet es aber, dass man lange Belichtungszeiten braucht, um den Bereich zu fotografieren. Mehrere Nächte hindurch. Die Ergebnisse waren bisher immer so unklar, dass man sie nicht gebrauchen konnte. Aber Kent Ford hatte ein neues Spektrometer gebaut, das mit einem Zehntel der Belichtungszeit auskam. 70 Minuten. Und noch während sie die Fotoplatte entwickeln, sehen sie, das Experiment ist geglückt. Die Daten sind so klar wie nie. Über die nächsten 2 Jahre nahmen Rubin und Kent die Spektren von 67 Regionen auf, bis in die äußeren Ränder der Andromeda-Galaxie. Bei einer Konferenz beeindruckt Rubin die astronomische Community mit der hohen Qualität der Messungen. Was ihr bei der Analyse aber auffällt: man sieht im Zentrum der Andromeda-Galaxie viel mehr Materie als am äußeren Rand. Laut dem Gravitationsgesetz von Newton müsste sich der Rand einer Spiralgalaxie deshalb viel langsamer drehen als die Bereiche in der Nähe des Zentrums. Aber die äußeren Sterne bewegen sich laut Rubins Messungen fast genauso schnell wie die inneren. So schnell, dass sie eigentlich aus der Galaxie herausgeschleudert werden müssten. Sie dachte erst, dass vielleicht irgendwelche Interaktionen zwischen den Sternen dazu führen, dass langsame Sterne beschleunigt und schnelle Sterne verlangsamt werden.
aber die Idee hat sie später verworfen. Das Phänomen lässt sich nämlich anders viel besser erklären. Mit zusätzlicher Masse in der Galaxie, die mit ihrer Gravitation die Sterne bei hoher Geschwindigkeit auf ihren Kreisbahnen hält. Schon 1933 hatte Fritz Zwicky dieser Masse einen Namen gegeben. Dunkle Materie. Sie konnte verschiedene Ungereimtheiten in astronomischen Beobachtungen erklären. Aber ihre Existenz war umstritten, bis Vera Rubin und Kent Ford diese besonders eindeutigen Messungen vorlegten. Seitdem hat sich die dunkle Materie auch in anderen Galaxien verraten und in den Bewegungen von Galaxienhaufen und Galaxien-Superhaufen. Das sind Haufen aus Galaxienhaufen. Sie wirkt auch auf das Licht. Große Massen krümmen nämlich Licht. Dadurch entsteht der Gravitationslinseneffekt. Und die Linseneffekte, die wir sehen, lassen sich eben auch nur mit dunkler Materie erklären. Das aktuelle Standardmodell der Kosmologie setzt dunkle Materie voraus und wird weiterhin durch Beobachtungen bestätigt. 85% der Materie in unserem Universum ist dunkle Materie. Okay, aber was ist denn jetzt dunkle Materie? Woraus besteht sie? Wie schmeckt sie? Wie riecht sie? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber alle Hinweise scheinen darauf hinzudeuten, dass sie aus einem neuen Elementarteilchen besteht. Elementarteilchen, das sind die Bausteine des Universums, die sich nicht weiter teilen lassen. Ein dunkle Materie-Elementarteilchen müsste also zwei Eigenschaften haben. Zum einen hat es eine Masse, sonst würden wir keine Gravitationseffekte sehen, und zum anderen interagiert es nicht direkt mit elektromagnetischer Strahlung, also zum Beispiel mit Licht. Denn würde dunkle Materie Licht absorbieren oder reflektieren, dann könnte man sie ja sehen. Okay, wie finden wir jetzt ein Elementarteilchen mit diesen Eigenschaften? In einem Teilchenbeschleuniger natürlich. Und deswegen sind wir einfach mal zum CERN gefahren. Denn am CERN steht der mächtigste Teilchenbeschleuniger der Welt, der Large Hadron Collider. Und so funktioniert die Suche nach neuen Elementarteilchen im LHC. In Vorbeschleunigern werden mithilfe von supraleitenden Magneten Pakete aus 100 Milliarden Protonen fast auf Lichtgeschwindigkeit gebracht. Dann werden sie in entgegengesetzten Richtungen in den 27 Kilometer langen, kreisrunden Large Hadron Collider geschickt. Und auch der hat supraleitende Magneten, um die Teilchen in der Spur zu halten und weiter zu beschleunigen. Wenn die Pakete dann aufeinandertreffen, kollidieren etwa 60 Protonen miteinander. Der Rest saust einfach aneinander vorbei. Aber das alles passiert 30 Millionen Mal pro Sekunde. Die Wucht der Kollisionen ist so groß, dass die Protonen komplett in reine Energie umgewandelt werden. Direkt danach wandelt sich diese Energie dann aber zurück und wird wieder zu Materie. Aber nicht zu Protonen, sondern zu verschiedenen Elementarteilchen. Und die kann man detektieren. Zum Beispiel mit dem ATLAS-Detektor. Das ist dieses riesige Teil hier hinter mir. Und wie das funktioniert, das hat uns Dr. Stefanie Morgenstern erklärt. Von rechts und von links würden die Teilchen kommen, kollidieren im Zentrum des Detektors und dann würden ganz viele neue Teilchen entstehen. Ganz nah am Kollisionspunkt ist ein Spurdetektor. Im Fall von ATLAS sind es drei. Wir nutzen da verschiedene Technologien. Damit können wir die Spuren von geladenen Teilchen messen und auch ihren Impuls. Nur brauchen wir noch was dazu? Wir brauchen einen Magneten. Denn normalerweise fliegen die Teilchen einfach geradeaus aus dem Detektor raus. Aber da können wir sie nicht ganz so gut messen. Also haben wir einen Magneten eingebaut. Und der sorgt dafür, dass die geladenen Teilchen dann auf eine gekrümmte Bahn gezogen werden. Und damit können wir dann den Impuls ganz genau vermessen und auch ihre Ladung, weil die ja, negativ geladenen Teilchen in die eine Richtung, positiv geladene Teilchen in die andere Richtung. Weiter außen liegen dann erstmal noch die Kalorimeter. Sie messen die Energie der Teilchen, wenn sie dort aufprallen. Von den elektrisch geladenen Teilchen wissen die Forschenden dann also, auf welcher Flugbahn sie von der Kollision weggeflogen sind, wie sie geladen waren, welchen Impuls sie hatten und wie viel Energie in ihnen gesteckt hat. Aber das Kalorimeter fängt auch Teilchen ein, die ungeladen sind, wie Neutronen zum Beispiel. Von denen weiß man dann, wie viel Energie sie hatten und eben, dass sie ungeladen waren, weil ihre Flugbahnen nicht gemessen werden konnten. Und das, was wir eigentlich hier außerhalb sehen, was hier alles so weiß ist, diese weißen Platten, ist der größte Teil vom ATLAS-Detektor, ist das sogenannte Myonenspektrometer. Myonen sind zwar elektrisch geladen, man kann also ihre Flugbahn detektieren und ihre Ladung und ihren Impuls messen, aber sie sind verhältnismäßig schwer.
Bei den Kollisionen im LHC bleiben sie nicht komplett in den inneren Kalorimetern stecken, sondern fliegen einfach weiter und aus dem Detektor raus. Deshalb braucht es eben nochmal diesen extra großen Myon-Detektor. Okay, wir haben also einen Teilchenbeschleuniger, der Elementarteilchen entstehen lässt, und wir haben einen Detektor, der ihre Flugbahnen, ihre Ladungen und ihre Energie messen kann. Wie findet man jetzt heraus, ob bei diesen Kollisionen auch unser dunkle Materieteilchen entsteht? Das hat uns Dr. Daniela Köck erklärt. Wir haben praktisch diese Protonen kollidieren lassen in Atlas, die ganzen Daten aufgezeichnet. Das sind wie Fotos, die wir von diesen Kollisionen haben. Und dann können wir diese Fotos damit vergleichen, was wir schon wissen. Das können wir modellieren. Und wenn wir dann irgendwas sehen, was damit nicht ganz übereinstimmt, dann können wir gucken, ob wir da was Neues sehen. 2012 fand man auf diese Weise am CERN das Higgs-Boson. Das ist das Elementarteilchen, das der Materie ihre Masse verleiht. Die Theorie hatte dieses Teilchen schon genau beschrieben. Die Forschenden konnten also voraussagen, wie es sich im Atlas-Detektor verhalten müsste. Und dann suchten sie in ihren Daten nach genau diesem Muster und fanden es schließlich auch. Aber bei der dunklen Materie geht das leider nicht so einfach. Der theoretische Physiker Dr. Urs Wiedemann hat uns erklärt, dass das Verhältnis leichter Teilchen im Universum schon in der frühen Entstehungsgeschichte des Universums festgelegt wurde. Und dass das Verhältnis von dunkler Materie zu normaler Materie gar nicht so groß ist. Die Masse der unbekannten Teilchen wäre also wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der bekannten Materie. Aber wie schwer sie genau sind, das lässt sich, im Gegensatz zum Higgs-Boson, leider nicht vorhersagen. Auf der anderen Seite muss dunkle Materie nach bestimmten Regeln mit der sichtbaren Materie wechselwirken. Denn sonst würde das Universum sich anders verhalten, als wir es beobachten. Okay, gut. Es gibt also keine wirklich konkreten Voraussagen über die Eigenschaften eines dunklen Materieteilchens. Aber man kann den Suchraum schon mal einschränken. Seit dem Higgs-Boson hat das CERN leider keine neuen Teilchen mehr gefunden. Geschweige denn dunkle Materie. Woran liegt das? Auf der einen Seite könnte das dunkle Materieteilchen zu schwer sein, um es am CERN zu produzieren. Dann bräuchte es einen noch größeren Teilchenbeschleuniger. Und Spoiler, den wollen sie auch bauen. Dazu später noch mehr. Es könnte aber auch sein, dass das Teilchen zu leicht ist. Ein Teilchen, das sehr leicht ist und niedrige Masse hat, das kann eine sehr lange Lebensdauer haben. Das sind also Teilchen, die könnte ich produzieren. Und dann laufen die mir durch meinen gesamten Detektor am LHC durch und laufen noch ein paar hundert Meter weiter und da zerfallen sie. Mhm. Dann habe ich nichts gesehen, dann war das dunkel. Dann kann ich sagen, aber ich habe gesehen, dass mir Energie fehlt. Genau, manchmal weiß man mehr, nicht weil man etwas gefunden hat, sondern weil uns etwas fehlt. Um Teilchen einzufangen, die am Atlas-Detektor vorbeifliegen, wurde das Phaser gebaut. Das Forward Search Experiment. Phaser ist 500 Meter weiter der Strahlachse entlang im LHC-Tunnel, steht neben dem LHC und fängt dann hoffentlich neue Teilchen auf, die langlebig sind. Heißt, die in Atlas produziert werden, in diesen Kollisionen, aber dann Atlas so nahe entlang der Strahlachse verlassen, dass wir sie in Atlas nicht mehr sehen können. Man kann also neue Detektoren da aufstellen, wo die Teilchen hinfliegen, die nicht im Atlas stecken bleiben. Außerdem kann man ausrechnen, ob nach einer Kollision weniger Energie detektiert wurde, als zu erwarten wäre. Und das wäre dann ein Hinweis, dass weitere unbekannte Teilchen entstanden sind. Daniela Köck hofft darauf, dass sich die sogenannte Supersymmetrie-Hypothese bestätigt. Die sagt nämlich voraus, dass es zu den bekannten Elementarteilchen immer jeweils ein Gegenstück geben könnte. Theoretisch könnten diese neuen Teilchen dieselbe Masse haben wie die bekannten Teilchen. Aber dann hätte man sie am LHC bereits gefunden. Das heißt, wenn die Hypothese der Supersymmetrie stimmt, dann müssten die neuen Teilchen schwerer sein. Und ein oder zwei Teilchen sogar davon könnten dunkle Materie ausmachen. Und die, nach denen suchen wir mit Atlas oder auch mit Phaser. Also, am CERN sucht man weiterhin nach Kandidaten für dunkle Materie. Und ich drücke wirklich ganz doll die Daumen, dass wir da bald fündig werden. Ich habe übrigens auch mal Daniela gefragt, wie lange sie glaubt, dass es noch dauern könnte. Und sie hofft, dass wir in 4 Jahren etwas gefunden haben werden. Dunkle Materie bleibt ein großes Mysterium. Wahrscheinlich existiert sie, aber viel mehr wissen wir einfach nicht. Vielleicht besteht sie auch teilweise aus Antimaterie
oder aus kleinen schwarzen Löchern. Das sagen andere Hypothesen voraus. Nach der Supersymmetrie-Hypothese besteht dunkle Materie vielleicht aus bisher unbekannten Elementarteilchen. Wir wissen nur nicht, wie viel Masse sie haben. Wenn sie sehr viel Masse haben, dann reicht der LHC womöglich nicht aus, um sie zu finden. Dafür braucht es einen noch größeren und noch stärkeren Teilchenbeschleuniger. Und den möchte man am CERN auch tatsächlich bauen. Der Future Circular Collider soll rund 91 Kilometer Umfang haben. Damit könnte, womöglich, eine völlig neue Physik gefunden werden. Jetzt müssen sich nur noch die Staaten finden, die dieses internationale Gemeinschaftsprojekt auch unterstützen wollen. Denn dieses Vorhaben würde rund 15 Milliarden Euro kosten. Ich bin extrem neugierig, was es da noch alles zu finden gibt, und es würde mich mega freuen, wenn dieser größere Collider gebaut wird. Vielleicht decken wir so das Geheimnis der dunklen Materie endlich auf. Genauso spannend wie dunkle Materie ist Antimaterie. Und auch daran wird am CERN geforscht. Es gibt hier sogar eine richtige Antimaterie-Fabrik, die ich besuchen durfte. Und genau das Video dazu könnt ihr euch hier ansehen. Vielen, vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom CERN dafür, dass wir bei euch drehen durften. Und danke an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für eure super aufschlussreichen Antworten auf meine vielen, vielen Fragen. Bleibt neugierig, euer Cedric.